Welcome back, liebe Leute! Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gebe ich euch einen coolen Haarstyling-Tipp mit auf den Weg. Ja, Leute, ich mache mir meine Haare schön. Jeden Morgen, ja, versuche ich zumindest. Und ich habe festgestellt, dass ich in der letzten Zeit immer und immer und immer wieder an einem Haarstyling-Produkt für Männer nicht vorbeikomme. Ja, für Männer ist es eigentlich irgendwie so ein bisschen schräg. Ist gar nicht für Männer, ist eigentlich generell für Menschen, ja. Die meisten Menschen sind davon Frauen, die das nutzen. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass für mich dieses Produkt echt super ist. Ich habe es in einem meiner Hairstyling-Tutorials schon mal mit erwähnt gehabt und jetzt zeige ich euch nochmal. Es geht um folgendes Produkt. So Leute, das Produkt hier, ja, das ist ein Leave-In-Conditioner. Und warum ich das Ganze so gut finde, denn wenn man seine Haare nicht jeden Tag wäscht, ja, man sollte seine Haare übrigens auch nicht jeden Tag waschen, denn dann gehen deine Haare kaputt. Und wenn du mal deine Haare nur mit Wasser wäscht, dann kannst du anschließend einen Leave-In-Conditioner in deine Haare machen. Man sprüht diesen Leave-In-Conditioner einfach in die Haare, lässt ihn einwirken und die Haare bekommen schon direkt so ein bisschen mehr Textur als auch Feuchtigkeit gespendet. Also man diese kleinen Splisshaare, ja, die verpieseln sich dann und man bekommt wirklich schon mal eine bessere Struktur in die Haare. Das Ganze lasse ich dann einwirken und danach style ich erst meine Haare. Also nach dem Haare waschen, ob mit oder ohne Shampoo, mache ich einen Leave-In-Conditioner rein und ich sage euch, das ist echt geil. So, auch wenn das fast nur Frauen machen, ja, ich bin jetzt auch ein Mann, der das macht, ja, und ich hoffe, da draußen gibt es bald noch ganz, ganz viele Männer, die meiner Meinung zustimmen. Ja, ich wollte euch das nicht vorenthalten, denn dieses Produkt habe ich jetzt schon zweimal gekauft, es ist schon wieder leer und ich muss sagen, ich bin echt von einem Leave-In-Conditioner überzeugt. Vielen Dank nochmal an Kerstin Heidu für den Tipp. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Bis dahin, adios, amigos.